R-E-W-I-N-S-I-D-E. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser Folge von Graphitech, meine Freunde, was geht? Hallihallo! Und bevor das Video jetzt anfängt, gibt es noch mal ganz kleine Message an euch alle. Ganz kurz, meine Freunde, bevor das Video jetzt hier anfängt, ich schaue natürlich die ganze Zeit gerade schon nebenbei Patrits Stream, meine Freunde, und Patrit wartet quasi nur darauf, dass ich auf den Server komme und mich seiner Brücke annehme, meine Freunde. Er ist sogar gerade im Stream hingegangen, Leute, und hat quasi mein Video geboostet mit Likes. Das heißt, er hat seine Leute dazu aufgefordert, das Video zu liken. Dementsprechend, meine Freunde, ist das Video nicht für alle Werbetreibenden geeignet. Aua! Gut, trotzdem ist dieses Video jetzt mit 30.238 Likes damit quasi erfüllt, meine Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich einfach mal hin und tun, was getan werden muss, Leute. Ich habe gesagt, diese Brücke ist so hässlich, dass wir uns auf jeden Fall darum kümmern müssen. Pette läuft hier gerade in meinem Haus rum, meine Freunde, ihr seht's. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach in-game wieder, wenn es dann heißt, wir zünden seine Brücke an. Ihr habt's gesehen, meine Freunde, das Video ist quasi erfüllt worden. Alles, was wir brauchen, ist erfüllt worden. Alles gut. Ich habe gerade ein bisschen rumgetrollt, meine Freunde. Habe Pette erzählt, dass ich quasi die ganze Zeit Shaderpack-Probleme habe. Ich bin die ganze Zeit nur gejoint und wieder geleftet und so weiter und so fort. Damit Pettit sich die ganze Zeit gefragt, wann kommt Revi und wann sprengt er tatsächlich meine Brücke oder zündet meine Brücke tatsächlich an, Leute. Das noch da vorne ist Kunga, Leute. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass der mich jetzt nicht sieht, denn der stand hier gerade irgendwo. Denn meine Freunde, ich habe nur ein Ass im Ärmel, welches verhindert, dass Pettit mich gleich direkt mit seinem OP-Equipment umklatscht. Und zwar, Leute, habe ich herausgefunden, eben im Stream, dass Pettit ein berechtigtes Interesse an diesem Villager hat, den ich da tatsächlich bei uns in der Villager-Farm versteckt habe, nämlich Herr Shakiri, meine Freunde. Pettit scheint dieser Villager doch wichtiger zu sein, als ich gedacht hatte. Er hat nämlich im Stream geschrieben, ja, ich weiß, dass dieser Villager da ist, pipapo, und ist direkt darauf angesprungen, meine Freunde. Das heißt, ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Weg ist, wie wir eventuell verhindern können, dass Patrick mich sofort umbringt, meine Freunde. Wir gehen jetzt ganz kurz mal hin und kümmern uns darum, stellen diesen Villager vorne in der Ecke, sodass Patrick nicht auffällt, und dann, meine Freunde, können wir quasi hingehen und die Brücke anzünden. Ich hab's euch versprochen, Leute, die Brücke ist so dermaßen hässlich, es muss auf jeden Fall passieren. Ich hab's euch versprochen, Leute. Ich warte nur ganz kurz, bis wir hier ein wenig von der wunderschönen Kohle gebrannt haben, damit wir da Cleanstone erstellen können, meine Freunde, sodass wir dann auch quasi gemeinsam gleich hingehen können und dann diesen Villager erstmal verstecken, und dann, meine Freunde, gehen wir hin. Bam, 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 bam. Und wir werden Pat das erste Mal richtig ausrasten sehen. So, pass mal auf, ich lege hier mal ganz kurz das Ding rein. Wir schieben ganz kurz den Herrscher Kiri einfach hinten durch die Wand. Ah, warte mal, ich muss nämlich gar nicht. Hier, pass mal auf, Leute. Oh, ich muss nämlich hier gar nicht großartig Cleanstone brennen oder sowas. Ich mache das einfach nur, um quasi nochmal sicher zu gehen. Dann machen wir dahinter nochmal quasi einen kleinen Tunnel, dass ich denjenigen dann da reinschieben kann. Und dann, Leute, wie gesagt, geht's ab, Alter. Ich hab's richtig, richtig, richtig vorausgesagt. Ich habe einfach Bock drauf, Leute. Und dementsprechend werden wir jetzt einfach hingehen und unsere Prophezeiung quasi wahr machen. So, Herrscher Kiri, komm mal mit. Pass mal auf, wir schieben dich mal ganz kurz hier ein kleines Stück in die Wand rein, sodass, wenn Patrick quasi die Wand aufbuddelt, dass er letztendlich nicht rafft, dass sich Herr Shakiri hier versteckt. So, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Schön hier rein, mein Freund. Komm, 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 komm. Der andere, ja, scheiß drauf. Komm, wir bringen den anderen einfach auch hin. Ist es auch egal, die können sich jetzt hier hinten erstmal paaren, ein bisschen rummachen. Ihr wisst schon, wie das läuft, Leute. Wir packen dir nochmal einen Glowstone hin, dass die hier auf jeden Fall Licht haben soweit. So, Herr Shakiri, pass mal auf. Ich muss dich jetzt ganz kurz einmal nur noch darüber schieben, Dicker. Geh mal hier rüber zu deinem Kollegen, Diggi. Geh mal zu deinem Kollegen hier rüber. Zack, 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 zack. Herr Shakiri ist auf jeden Fall soweit gut versteckt. Wir verkleiden das Ganze mal wieder so, dass es aussieht, als wäre hier nichts gewesen, meine Freunde. Und jetzt sind wir quasi sicher. Das ist meine einzige Druckkarte, die ich gegen Patrit habe. Und ich würde sagen, Leute, wir stellen jetzt erstmal Patrit zur Rede, denn Patrit hat ja gestern meinen Bogen geklaut im Stream. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal diesen Bogen wieder. Und dann schauen wir doch einfach mal, was mit seiner kleinen Brücke passiert. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz auf seinen TS und wir gucken einfach mal, was jetzt passiert. Er weiß über sich, dass ich aufnehme. Dementsprechend müssen wir ein bisschen Secret sein. You were moved. Hi. Hallo, was geht? Was geht ab, Gedi? Hi, Kunga, was geht ab bei dir? Kunga, ja, Kunga, ey. Seit 17 Monaten streamst du wieder. Ja. Ehrenmann, Kunga, Ehrenmann, wie geht es dir? Mir geht's gut, und dir? Ja, mir geht es super, du, mir geht es super. Freut mich, deine Stimme zu hören. Dankeschön. Demnächst küssen wir uns sogar. Wenn du möchtest, können wir uns auch mit Zunge küssen, wie du möchtest. Also, boah, bin endlich. Ich auf jeden Fall offen. Ich hab nur darauf gewartet. Auf meine Zunge? Auf dich und deine Zunge. Boah, das ist echt schön von dir, dankeschön, ich freue mich wirklich. Patrit, wo bist du gerade? Ganz kurz, ich bin bei mir im Grundstück, alles gut. Komm mal hier hin, komm mal hier hin, komm mal hier hin. Patrit, wo kommst du denn her? Wie komme ich denn her? Digga, ich wohne halt hier in dieser Stadt. Ich war die ganze Zeit auf dem Grundstück. Ja, ich bin. Du bist einfach da. Ja, ich bin hier gerade halt hingelaufen, was willst du? Digga, okay. Patrit, erstmal habe ich mitbekommen, dass du meinen Bogen genommen hast. Uncoole Aktion. Was? Ich habe nicht deinen Bogen genommen. Patrit, uncoole Aktion. Ich habe überall in den Kommentaren gelesen, ich weiß, dass du meinen Bogen hast. Okay, dann wie heißt der Bogen? Revis geiler F. Ja, so okay. Ich bin ja am Stream gerade, Digga, und ich kann
mein Stream fragen, mein Chat, ich habe deinen Bogen nicht. Patrick, ich habe in meinem Chat gelesen, dass du ihn genommen hast und ich weiß, dass du ihn auf jeden Fall genommen hast, weil du der Einzige bist, der den sich einfach grabben würde. Entweder du oder Unge. Einer von euch beiden hat sich einfach meinen Bogen genommen. Das erstens, lass Simon aus dem Spiel, weil... erstens das, Digga. Warum? Zweitens, einer von euch hat meinen Bogen geklaut, ich finde das nicht cool. Nein, guck mal, ist das dieser Bogen? Guck mal, macht der viel Schaden? Digga, schieß doch nicht auf mich, was soll denn das, Alter? Ja, warum machst du meine Rüstung kaputt? Ich wollte dir zeigen, dass... Warum? Hör auf! Ich wollte dir zeigen, dass es nicht der Bogen ist. Ja, aber du hast meinen Bogen. Wo soll er sein? Bestimmt in einer Enderkiste oder sowas, Patrick. Okay, ich guck Enderkiste. Stream, Chat, guck. Hier ist ein Bogen mit heftiger Verzauberungen. Ja? Mit heftig. So, aber der heißt nur Bau. Digga, du hast ihn umbenannt bestimmt, Mann. Ey, Patrick, Patrick, pass auf. Digga, so dumm bin ich auch nicht, Patrick. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass du ihn genommen hast, Digga. Ich bin nicht blind. Gib ihn mir einfach wieder, weil das war meiner, okay? Ich habe den blöderweise in der Kiste gelassen. Ich habe daran richtig lange gefahren, also gib ihn mir einfach wieder. Was soll die Scheiße? Okay. Patrick, das ist nicht mein Bogen. Doch? Das ist Unbreaking 1, du Sohn, Junge. Ja, ich hab damit umbenannt. Patrick, Digga, ohne Witz, ey. Junge, schieß nicht auf mich. Hör auf damit. Warum nicht? Das hau ich dich. Okay, hör mal zu. Patrick, pass auf. Du hast meinen Bogen und ich möchte wissen, warum du den einfach genommen hast. Erstens habe ich deinen Bogen nicht. Okay. Und zweitens. Was? Ja, ich hab den, ja. Du hast den, Patrick, ich weiß, dass du den hast. Wo war der denn? So, erstmal, ich brauch Kartoffeln. Ey, hör mal auf, jetzt einfach dich hier zu... Hallo, Patrick, Mann! Ey, bist mein Nachbar! Digga, ja, frag halt vorher, Mann! Was soll die Scheiße? Wieso? Oh, lol. Patrick! Oh, fuck! Sorry! Ey, Patrick, warte! Patrick, bevor du jetzt irgendwas Unüberlegtes machst, chill! Patrick, das war ein Versehen, Patrick. Ich hab vergessen, dass mein Ding, Dingens drauf hat, du weißt. Dein, wie heißt das? Mein Ding ist das Knockback drauf. Bist du cool oder was? Ich wusste das nicht, Mann. Ja, ich hab das vergessen, Alter. Junge, Digga, ne? Du bist so ein Allmann, Alter. Ich hab das halt vergessen, Junge. Das kann doch mal passieren. Drecks-German, Alter. Was für Drecks-German? Was soll das denn jetzt? Wieso werde ich jetzt wegen meiner Nationalität diskriminiert? Du hast mich auch schon als Drecks-Albaner 10.000 Mal beleidigt. Das hab ich nie gesagt, Patrick. Jeder von meinen Zuschauern weiß, dass ich nichts gegen Deutsche habe. Ich bin mehr integriert als du in diesem Land. Integriert? Ich bin froh, dass ich hier leben darf und hier, Patrick, ja, integriert ist kein Wort, erstmal. Integriert, Junge. Integriert gibt es nicht. Integriert. Integriert, was? Oh, halt dein Maul. Junge, du hast dir ein Wort ausgedacht einfach. Ich freu dich jetzt. Was hab ich dir getan, Patrick? Ey, das war ein Versehen, es tut mir wirklich leid, okay? Das war ein Versehen, du hast gesehen, das Grundstück ist da zu Ende. Hast du das gesehen? Ja, tut mir doch leid, Mann. Und du weißt, Junge, dein IQ, hast du so einen geringen IQ, dass du vergessen hast, dass du Knockback drauf hast? What the fuck, Alter? Digga, ich bin halt ein bisschen dumm, Patrick. Wo bist du? Komm her. Gut Einsicht, immerhin ist er Einsicht. Es tut mir leid, es war ein Versehen, ich geb dir Dias oder sowas, wenn du möchtest, ja? Junge, ich brauch keine Dias, ich bin reich, ich kaufe dein Leben, Alter, in Junge, ja, tut mir leid, ich wollte mich halt nur bei dir entschuldigen, Alter. Weißt du was? Gib mir jetzt meinen Bogen zurück, Junge. Ich hab deinen Bogen nicht, Junge, auf mich zu verhaften. Komm mal zu mir nach oben, Patrick, Komm durch den Aufzug nach oben, Patrick, und wir klären das, okay? Okay. Komm her. So, ich muss kurz auf mein Grundstück gehen und dann komme ich zurück. Ja, okay, Patrick, pass auf. Was, Spark ist schon gejoint wegen dir. Der will hier jetzt das Rechtssystem einführen. Patrick, pass auf, hör mir zu. Das mit dem Runterfallen gerade tut mir wirklich leid. Das war ein Versehen, okay? Okay. Das war ein Versehen. Das wollte ich nicht, Patrick. Ich wollte nicht, dass du da runterfällst, okay? Es kann passieren, du hast recht. Tut mir leid, okay? Tut mir wirklich leid. Ja. So, Digga, pass auf. Also, wir chillen jetzt. Du gibst mir meinen Bogen wieder. Alles ist tot, jetzt mit beiden, okay? Was denn? Junge, meine Brücke brennt! Ja, LOL! Junge! WTF! Digga, deine... Patrick, warte, ich hol Eimer. Patrick, was für Eimer ist das? Digga, ich hole einen Eimer. Junge, ich hole einen Eimer. Chill doch mal, wir löschen das, Mann. Alles gut. Du hast die angezündet. Wie soll ich die angezündet haben? Ich stand die ganze Zeit in meinem Haus, Patrick. Du hast mich runtergeschlagen, damit du Zeit hast. Wahrscheinlich, Patrick. Junge, wahrscheinlich. Digga, hör mir zu, ich hab deine Brücke nicht angezündet. Okay, TNT. Patrick, Patrick, warte, hör mir zu. Wenn du jetzt irgendwas bei mir machst, Patrick, weißt du, was passiert? Ich töte Herr Shaqiri. Was? Ich töte Herr Shaqiri. Erstmal, hör mir zu, ne? Patrick, ich hab Herr Shaqiri außerhalb versteckt, ich bring dir sofort um. Ey, ihr seid zu bekloppt. Willst du, dass dein Vater stirbt, Patrick? Ich werde alle Villager töten. Diesen Priority Protection Villager und den Trade Villager. Patrick, du wärst so dumm, wenn du das machst, weil das ist eine Farm für die ganze Stadt, du Trottel. Ich mach eine neue Farm. Hör doch mal auf, Mann! Weißt du, wie viel Arbeit dahinter steckt? Junge, deine scheiß Brücke baue ich dir sofort neu. Dann lass sie... Ey, Patrick, ich bring deinen Vater um. Du findest ihn nie wieder, ne? Du weißt das. Nein. Okay. Junge, diese Brücke, weißt du, wie viel Arbeit die war? Junge. Ich wollte zuerst mal... Guck mal, ich wollte einfach einen Weg zu mir nach Hause haben. Du kannst aber nicht einfach irgendwas bauen, was ich nicht will, Alter. Du musst vorher fragen. Damit ich einen Rückzugsort habe für solche Aktionen, damit ich mich mal zurückziehen kann. Solche Aktionen, genau, solche Aktionen. Damit ich mich zurückziehen kann und einfach mein einmal zu Hause habe in diesem Drecksprojekt, Alter. Aber du,
Digga, du machst immer alles kaputt. Petrit, wir bauen die Brücke schöner, okay? Die war nur nicht schön. Die war nicht schön. Schau. Und die wird genau über dein Grundstück gehen, wie gerade. Nein, wird sie nicht. Wir machen das anders. Nein. Das ist ja schön. Petrit, mir haben 30.000 Leute zugestimmt, dass ich deine Brücke anzünden soll. Was soll ich machen? Okay. Alle haben gesagt, mach das. Petrit, pass auf. Wenn wir jetzt. Hör mir zu. Petrit. Schwarzpulver. Petrit, du weißt, was passiert, wenn wir jetzt irgendwas. Wir müssen schlichten, Leute. Petrit! Petrit! Importierte Schwarzpulver. Petrit, Herr Shaqiri stirbt sofort. Willst du das? Junge, lass das jetzt. Hör auf, meinen Namen. Petrit, du weißt, dass ich weiß, was dieser Villager dir bedeutet. Ich habe eben im Stream zugehört, wie du gesagt hast. So, ja. Petrit, hör mir zu, pass auf. Wenn du jetzt irgendwas bei mir machst, ich bring den um. Stirbt ein Villager bei mir, ich bring den um. Geht irgendwas bei mir kaputt, ich bring den um, Petrit. Wir bauen gemeinsam morgen eine neue Brücke für dich, okay? Die Brücke der Nächstenliebe. Halt dein Maul, ich geb dir gleich. Junge, diese Brücke wird genauso da. Block per Block. Gleiche Koordinate neu aufbauen. Nein, Petrit. Wir machen, wenn du morgen aufstehst, Digga, die wird sogar noch dicker. Ich werde die extra unproportional bauen zu den anderen Brücke. Petrit, dann werde ich die wieder anzünden. Dann zünd ich die wieder. Ich werde die mit Cobblestone bauen. Okay, Petrit, wenn du eine hässliche Brücke baust, ich töte Herr Shaqiri. Fuck mich ab, du wirst es sehen. Petrit, wenn du eine neue Brücke baust, ich töte Herr Shaqiri, okay? Willst du, dass dein Vater stirbt, Petrit? Willst du das? Lass meinen Vater da raus. Petrit, willst du das? Willst du, dass Herr Shaqiri stirbt? Du wirst es sehen. Du baust keine neue Brücke, Petrit. Wir bauen morgen Stream gemeinsam. Ich fange an zu bauen. Baby, lebst du hier? Ich lebe hier, ja. Abgerechnet. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Wenn Petrit so weitermacht, gehe ich einfach. Du gehst nicht, du wirst jetzt abgerechnet. Ich werde abgerechnet. Ich gehe einfach. Du wirst abgerechnet. Ja, hört auf, so euch über meinen Sprachgebrauch lustig zu machen. Du darfst jetzt nicht übertreiben. Schau, das ist eine Holzbrücke. Die kann man schnell neu bauen. Kann man schnell neu bauen. Digga, im Game Mode 1 vielleicht, aber nicht im Survival Mode. Weißt du, wie lange das dauert? Petrit, pass auf. Heute Abend im Stream 19:30 wir bauen die neu, okay? Nee. 19:30, wir haben schon 21. Du bist am Aufnehmen. Du verschämt, dann nimmst du sogar auf. Ach ja, stimmt. Du. Stimmt, hab ich auch. LOL. Ja. Junge, Schmeck. Zum Glück habe ich keine Nacktpics gezeigt, ey. Ey, Petrit, okay. Petrit. Okay, wo bist du? Wo bist du? Hör auf. Ich wie ein Mann. Boah, bist du gerade eine Pussy. Petrit, hey, wenn du mich jetzt tötest, Petrit. Okay, Herr Shaqiri stirbt. Okay. Oha. Alles klar. Okay. Laber nicht. Ich trete auf dein Feld, Digga. Okay, Petrit. So. Okay, gut. Rachen. Okay. Jetzt geht's los. Ich bin parteilos, Leute, ne? Petrit, ich sag dir jetzt eins. Was? Ich bin Cam. Das ging zu weit. Das geht weit. Du hast mit dem Brücke Hör auf, mich zu töten, Petrit. Das musst du nicht machen. Petrit, du hast doch Kunga geschossen. Projektleitung. Boah, Alter, Petrit, ne, Alter, das war jetzt zu viel. Nico, denk, woher du kommst. Ich hab dir diese gegeben. Denk, woher der kommst, sagt er. Denk an deine Herkunft. Junge, Petrit, was soll das, Mann? Hör es auf, du Nuttensohn. Junge, denkst du, du kannst mit deinem Allmann-Aim, Digga, meinen Survival-Instinct, Dschungel-Aim irgendwie... Junge, du kannst nicht mal deutsche Sätze bilden. Halt deine Fresse, ja, Junge. Ja, kann ich halt nicht. Petrit, pass auf. Ich krieg erstmal eine neue Rüstung von dir, weil meine ist jetzt kaputt. Nein, kriegst du nicht. Und meine Schuhe sind weg, Petrit. Pass auf. Ja, und da war nichts drauf. Doch, da war Feather Falling 4 drauf und Protection. Ja, geht zu deinen krassen Villagern und trade doch. Ja, werde ich machen. Petrit, pass auf. Das mit deiner Brücke tut mir leid, okay? Das tut mir wirklich leid. Aber was hat die das Du kannst doch nicht direkt. Junge, du bist fucking 24. Du weißt, was du getan hast. Und dann kommst du an mit so, es tut mir leid. So, als hättest du nicht gecheckt, was das die Konsequenz daraus ist. Es gibt keine Konsequenz. Wir bauen heute zusammen eine neue Brücke. Einen Moment, ich muss für meine Mutter gerade vorsorgen. Ja, warte. Gerade offscreen, wenn du mich jetzt gerade tötest. Ich muss für meine Mutter gerade vorsorgen. Meine Zuschauer wissen, was abgeht. So, Mama. Ich muss kurz eine Sprachnachricht machen. Chill mal, Junge! Gott, mein Gott, ich sterbe. Baby, ich werde dich töten. Was denn? Ich habe keine Spitzhacke. Revi! Petrit, chill, okay? Oh mein Gott! Wow! Petrit, chill, ganz ruhig. Ey! Die Geste allein schon zeigt mir, wie du über mich denkst. Und die Geste? Die denkst du mein Kissen. Oh, er denkt. Oh mein Gott, du Allmann! Du Allmann! Hau rein, Brudi. Also, Petrit. Nein, wenn jetzt. Ich bin so dumm. Petrit, pass auf, wenn jetzt irgendwas passiert. Gegeben! Oh mein Gott. Was ist das? Sei ehrenvoll. Scheiß, bin ich ehrenvoll, du Nickskin, Alter. Der landet. Sei ehrenvoll. Hau rein, Bruder. Danke für den Stuff, Dicky. Auf Wiedersehen, Petrit. Pass auf, Petrit. Jetzt hast du verschissen, Petrit. Du hast es verschissen. Da ist ja mein Bogen. Unbreaking 3. Oha. Nee. Da ist ja mein Bogen. Nee, dein Bogen nicht, Digga. Petrit, da ist ja mein Bogen. Petrit. Als ob. Okay, ich will deine Villager. Hör mir zu. Hör mir jetzt zu. Ey, ich rede gerade, mein Freund. Petrit, hör mir zu. Nein. Ich sag, mein Vater ist eine Sprachnachricht. Mein Vater eine Sprachnachricht. Also, Papa, Revi, der droht mir mit dir. Ich habe auch, by the way, 10.000 Zuschauer gerade auf Twitch, aber ich hoffe, du bist stolz auf mich. Kunga, kannst du mir sagen, alles gut. Und
Hast du meine Sachen, Revi? Ich werde auf jeden Fall dich stolz machen. Danke. Und wie gesagt, Sebastian, du kennst Sebastian, ich hab dir von Sebastian erzählt, ne, dieser reiche Allmann so. Patrick, sag dazu, dass das der Typ ist, der dein Leben finanziert. Und das ist auch der Typ, der wegen dem ich auch leben kann, Papa. wegen dem ich auch leben kann. Patrick, pass auf, ey, mach mal die Sprachnotiz weg, wir machen einen Deal. Nein, ich mach ja Sprachnotiz. Mach die Sprachnotiz weg. Patrick, pass auf, ich gebe dir deine Sachen jetzt wieder, okay? Ja. Ich vertraue dir. Ja. Im Gegenzug passiert Herr Shakiri nichts, okay? Wir bauen gemeinsam eine neue Brücke. Gemeinsam ist das Stichwort, okay, Patrick? Ja. Eine Brücke, die uns beiden gefällt. Ja. Ich behalte nur eine Sache als Pfand von dir, okay? Damit ich sicher gehen kann, damit nichts passiert. Aber nicht den Bogen. Ne? Ich behalte das Schwert, Patrick, ich habe das Schwert schon versteckt. Du kannst nichts machen. Das war ein schlechter Start, den wir beide hatten. Es tut mir leid mit deiner Brücke. 30.000 Leute waren aber der Meinung, dass die Brücke weg ist. Einer muss doch sich um die Stadt kümmern, Patrick. Du verstehst das doch. Junge, willst du jetzt Hausmeister spielen oder ich was? Ich bin der mit dem ästhetischen Blick, Patrick. Weißt du, was ich meine? Lass mich ausreden, sonst muss ich. Alter. Lass mich bitte ausreden, okay? Sonst muss ich auf dich schießen. Das möchte ich nicht, Patrick. Ich gebe dir jetzt die Sachen wieder. Wir beide sind damit erstmal cool. Ich schwöre dir, Patrick, wenn du jetzt im Stream Scheiße baust, ja? Dann stirbt der Shakira und dein Schwert ist weg, okay? Okay. Nimm deine Sachen hier zurück hier. Ja. Okay, Patrick, also. Ja. Gut. Denk dran, unser Deal steht. Mach keine Scheiße, Patrick, ne? Und ich würde sagen, Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge. Wir sehen uns heute Abend um 19:30 beim Livestream. Hau da rein. Nein. Patrick, heute Abend Brückenball. Freust du dich, aber da kommen. Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.